Hallo und willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema offene und partizipative Lehr- und Lernkonzepte und wie wir diese im Unterricht anwenden können. Und dazu habe ich eine ausgewiesene Expertin heute eingeladen, Professorin Katrin Ottrell-Kass vom Institut für pädagogische Professionalisierung an der Universität Graz. Und es gibt ja sehr viele Konzepte, die man da so in der Praxis anwenden kann, wo einem digitale Medien helfen. Ein paar Schlagworte sind E-Portfolios, MOOCs, aber auch Flipped Classroom. Doch heute wollen wir über ein Thema sprechen, das vielleicht noch nicht allen so bekannt ist, und zwar das Problem-Based Learning, problembasiertes Lernen oder PBL. Wie würden Sie jetzt Problem-Based Learning vielleicht in 2, 3 Sätzen einmal kurz skizzieren oder darstellen? Worum geht's da? Also, danke auch für die Begrüßung. Naja, beim problembasierten Lernen geht es vor allem darum, dass die Lernenden sich mit einer lebensnahen Problemstellung auseinandersetzen sollen. Und die sollte für sie attraktiv sein, also sollte von Relevanz sein. Und dann wird dieses Problem typischerweise in Gruppen erarbeitet. Und wobei diese Gruppen nicht alleine arbeiten, sondern von einem Tutor, einem Lehrer, einem Betreuer unterstützt werden. Wichtig ist, dass eigentlich bei dem problembasierten Lernen, es erscheint offen, es erscheint vielleicht ohne Ziel, dem ist aber nicht so, es ist hochstrukturiert, es hat also ein ganz spezielles Ziel auch im Auge, und diese Ziele werden den Lernenden kommuniziert und die werden in dieses problembasierte Lernprojekt mit eingebaut. Das heißt, wenn so eine Gruppe dann an so einem Problem arbeitet, dann müssen die zuerst mal das Problem definieren. Das muss also dann ein Problem sein, das wirklich für sie relevant ist. Dieses Problem wird dann analysiert, durchaus auch mit Hilfe von Literatur oder Informationsrecherche, vielleicht auch im Austausch mit Experten, die sich mit dem, mit diesem Bereich also auch befassen. Und dann nach dieser Analyse des Problems müssen die Ziele formuliert werden, die dann eben durch die Gruppe auch erarbeitet werden. Und vielleicht noch, was wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass gewisse Elemente ganz fundamental sind im problembasierten Lernen. Das ist eben, dass der Lernstoff erarbeitet wird in und durch die Gruppenarbeit. Es gibt Gruppendiskussionen. Die einzelnen Gruppenmitglieder können durchaus auch kooperativ arbeiten. Das heißt, nicht immer gemeinsam, sondern sich auch gegenseitig gewisse Aufgaben stellen, die gelöst werden, aber die dann zur gemeinsamen Zielsetzung also erreicht werden müssen. Das heißt, es kommt auch ein bisschen Selbststudium dazu, und aber auch Instruktionen, die dann vom Lehrer gebracht werden, und oder auch externe Leute, die vielleicht auch als Experten diese Gruppenarbeit dann unterstützen. Wie bringt man jetzt aber die Lernenden dann zum Umdenken? Sie haben gerade Instruktion auch erwähnt, von dieser Phase der rezeptiven Wissensaneignung zum Lernen durch die Arbeit an einem Projekt, an einem Problem. Die Umstellung ist die, dass den Lernenden hier nicht ganz exakt vorher erklärt wird, welche Schritte sie machen müssen, was das ganz konkrete Ziel ist. Es wird ihnen durchaus vorgegeben, was konzeptionell beinhaltet werden muss, was methodisch beinhaltet werden muss. Aber das eigene Problem, dass der Kontext selber, der muss von den Lernenden gefunden werden. Und hier ist das, was es auch reizt, also das, was für die Lernenden interessant ist, ist, dass wenn man ein Problem selber findet, dass man selber auch relevant ist, dann steigt die Motivation. Natürlich, ja. Und damit werden dann die auch abstrakte Lerninhalte plötzlich relevant, weil es um die Anwendung geht.
Und wie können uns da digitale Medien jetzt helfen? Man kann zum Beispiel ganz am Anfang, wenn es darum geht, ein Problem zu recherchieren, dann kann man sich natürlich an Informationsmedien, also die wirklich dann ausnützen, Informationen, die man übers Internet vielleicht kriegt oder aber auch Informationen, die man durch, sagen wir mal, ein Gespräch mit einem Experten bekommt, der vielleicht nicht Zeit hat, mit in die Klasse zu kommen, sondern dem man über Kontakte vorher, mit dem man spricht, dem man über eine Videokonferenz oder sowas ein bisschen Informationen bekommt über den Hintergrund der Thematik. Also insofern kann man dann die digitalen Medien ganz zielgesetzt und sehr ausgewählt mit einbringen. Dann geht es natürlich auch darum, dass Informationen gesammelt werden müssen und weil es in der Gruppenarbeit ja auch um sehr kollaboratives und kooperatives Arbeiten geht, dann braucht man auch Medien oder sollte man Medien verwenden, die diese kollaborative Arbeit unterstützen. Das könnten jetzt eben Plattformen sein, in denen man gemeinsam an einem Dokument arbeitet oder Informationen teilt, Dokumente teilt, Ressourcen teilt, solche Sachen. Es könnten zum Beispiel auch geteilte Referenzsysteme sein, Zotero zum Beispiel. Mhm. Es gibt da verschiedenste Werkzeuge, die eben ganz speziell eingesetzt werden, um in dem Moment die Gruppenarbeit zu unterstützen. Natürlich digitale Medien einsetzen, um dann je nach Thematik vielleicht Informationen zu sammeln. Das könnte jetzt in Form eines Videos sein. Ja. Man könnte also ein Gespräch mit jemandem aufnehmen. Man kann aber auch, sagen wir mal, es dreht sich um den Kontext naturwissenschaftlicher Unterricht und man macht ihnen ein Experiment, das könnte man auch auf Video aufnehmen oder Fotos machen. Mhm. Und all das kann also dann die Gruppenarbeit, also diese Problemarbeit unterstützen. Beziehungsweise können auch externe Ressourcen, Videos oder Simulationen, Modelle, all diese Dinge können also auch durch digitale Medien mit reingeholt werden. Man kann dann später, wenn so ein Projekt präsentiert wird, weil das ist auch ein ganz wichtiger Teil der problembasierten Arbeit, dass es ja dann auch zu diesem Teilen kommt, was man erfahren hat. Zu Wissenstransfer quasi, ganz, ja. Ganz genau. Also auch da können digitale Medien natürlich ganz zielgesetzt und ganz clever eingesetzt werden. Und das, wie gesagt, das kommt jetzt drauf an, auf was für einem Level das ist. Das könnte also simpel sein mit irgendwelchen Methoden, also um zu präsentieren. Es könnte aber auch so weit gehen, dass man Augmented Reality verwenden könnte oder andere Technologien. Das hängt jetzt dann ganz davon ab, wie versiert die Teilnehmer dann sind. Und vom Kontext, so wie Sie es gesagt haben. Ganz genau. Mhm. Also insofern da gibt es auch kein Rezept, sondern wirklich, da muss man sich wirklich überlegen, für diesen Teil, wo könnten da digitale Medien eingesetzt werden, um das Lernen, den Lernprozess wirklich einen Schritt weiterzubringen. Und vielleicht auch Dinge zu tun, die durch konventionelle Methoden vielleicht nicht optimal oder in dem Maße möglich sind.